ich euch mal wieder. Und zwar, ich mache heute mal eine DM-Haul. Ich habe in letzter Zeit so viel Kosmetikkram gekauft. Das kann ich euch gar nicht alles zeigen, aber ich dachte mir, bei meinem letzten DM-Einkauf, die Produkte, wo ich gekauft habe, die zeige ich euch einfach mal, weil ich finde die nämlich echt cool. Und ja, deswegen würde ich sagen, werden wir auch gleich schon einmal starten. Mit die Preise und so bei manchen Artikeln weiß ich das gar nicht mehr so, aber ich versuche euch die Preise mitzugeben. Ich habe hier eine Liste und noch Kassenzettel von einigen Produkten, aber nicht von allen. Ja, deswegen kann ich euch nicht zu jedem Produkt einen Preis mitsagen, aber es gibt es ja beim DM, da könnt ihr dann auch mal gucken. Also so teuer ist es nicht, weil ich achte auch schon mal ein bisschen drauf. Ja, und deswegen denke ich, starten wir auch gleich einmal los. Und zwar, ich habe mir nicht nur Kosmetikartikel gekauft, sondern ich habe mir auch Gesichtspflege gekauft. Denn jetzt, wo es so kalt draußen ist, habe ich das Problem, dass ich sehr, sehr empfindliche Haut habe und sehr trockene Haut. Und das ist mir oft echt schon mal passiert, dass hier etwas neulich erst wieder so, dass ich hier so wunde Stellen bekomme, weil es einfach ausgetrocknet ist. Ja, und da ich das ja nicht möchte und es auch weh tut, dachte ich mir, nimmst du mal ein bisschen was mit und damit es wieder besser wird. Also ich meine, ich pflege mein Gesicht auch schon so. Ich tue jeden Abend mich abschminken. Ich nehme mein Reinigungswasser, ich nehme mein Pflegewasser, ich nehme eine Nachtcreme, weil ich mich ja abends dann nachts eben auch eincreme, also ich pflege es schon, aber durch die Kälte ist es halt sehr empfindlich und dann wird es halt trocken und spröde und bla bla bla. Und weil ich mir halt eben auch jeden Tag tonnenweise Make-up aufs Gesicht klatsche, was ja eigentlich auch nicht so gut ist, naja. Ihr kennt es bestimmt sicherlich auch manche von euch. Gut, also jetzt fangen wir mal an. Und zwar war ich eben welche dieser geröteten Stellen. Habe ich mir gedacht, was nimmst du denn da mal mit? Und ich habe es auch schon getestet. Da habe ich von Balea ein pflegendes Gesichtswasser mit Mandelblütenextrakt für trockene und sensible Haut. Ich zeige euch das mal. Und wie man unschwer erkennen kann, benutze ich das auch schon. Und ich muss sagen, seit ich das benutze, sind meine Rötungen hier, man sieht es nicht, weil ich es echt, also es ist immer schon noch leichte Stellen, aber ich überschminke es halt. Aber seit ich das hier benutze, ist es innerhalb, das benutze ich jetzt 3 Tage, fast komplett weggegangen. Und das benutzt man eben die Basis für einen schön gepflegten Tag. Ich spreche es wahrscheinlich wieder falsch aus. Balea Reinigungsprodukte reinigen und vitalisieren trockene und sensible Haut als sanfte Vorbereitung auf die nachfolgende Pflege. Die Anwendung morgens und abends nach der Reinigung Gesichtswasser auf ein Wattepad geben, sanft über Gesicht, Hals und Dekolleté streichen, Augenbereich aussparen. Ja, das benutze ich gerade. Und weil ich dann noch eins gesehen habe, dann habe ich nämlich das gleiche hier in Blau gesehen. Und zwar Balea feuchtigkeitsspendendes Gesichtswasser. Also das hier ist pflegendes Gesichtswasser und das hier ist feuchtigkeitsspendendes Gesichtswasser. Also ist das gleiche, eben bloß feuchtigkeits- und pflegendes. Das sind beides Gesichtswasser. Ja, mit Aloe Vera für normale und Mischhaut ist es Feuchtigkeitswasser. Und das wird genauso angewendet wie das. Und das ist mit Hydrokomplex.
Das ist natürlich noch zu, weil ich will ja nicht alles auf einmal aufreißen und dann steht's da. Jetzt probiere ich erstmal dieses und wenn das aufgebraucht ist, dann benutze ich dieses. Aber wie gesagt, ich bin also mit denen eigentlich sehr zufrieden und mal gucken, wie das dann ist. Ja, Preis weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube so um die 2 Euro rum. 2,95 und 3 Euro. 2, 3 Euro. Jo, dann. Eigentlich schminke ich mich ja immer mit Abschminktüchern ab. Aber da ich das auch von vielen YouTubern gesehen habe, dachte ich mir, probierst du doch einmal ein Micellenreinigungswasser aus. Das ist jetzt aber meine zweite Flasche, das ist die große Pulle. Momentan benutze ich die kleine Reisegröße in Gelb, weil da gibt es ja verschiedene Farben. Da gibt es ja Blau, da gibt es Lila, glaube ich. Da gibt es Gelb und Pink. Ich habe jetzt gerade das gelbe kleine. Ich bin super zufrieden. Also ich schminke mich immer mit Abschminktüchern ab und danach tue ich mir dieses eben in klein, das kleine Gelbe, auf dem Wattepad. Und dann sehe ich schon immer noch, was eigentlich für Dreck an meiner Haut dran ist. Und ich bin echt super zufrieden. Ohne Scheiß. Das ist so super und das werde ich mir immer wieder kaufen. Und weil mir eben mein kleines gelbes eben jetzt schon drei Viertel leer ist, dachte ich mir, eigentlich wollte ich mir das große eben kaufen. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, probierst du. Das Blau hat so geil ausgeschaut. Gebt euch das mal. Oder Lila oder. Oh, das schaut einfach so. Naja, ist halt. Ja, ich bin so ein kleines Verpackungsopfer. Und da dachte ich, naja, nimmst halt einmal die große Pulle mit und statt das Gelbe probierst du mal alle aus. Also, ich will nacheinander mal alle ausprobieren, welches halt am besten ist. Und dann habe ich die große Pulle in Blau genommen, dass die mir nicht gleich wieder so schnell leer geht, weil ich immer so auf Vorrat so Hamster. Ja, das ist von Garnier Skin Active Micellenreinigungswasser All in One, speziell für empfindliche Haut und Augen, weil ich eben sehr empfindliche Haut habe und trockene Haut im Winter. Entfernt wirksam Make-up, reinigt schonend, beruhigt die Haut. Gesicht, Lippen, Augen, selbst für Kontaktlinsenträger geeignet. Kein Fetten, kein Abspülen nötig. Dermatologisch und augenärztlich getestet. Es ist das Maxi-Format, das sind 400 Milliliter. Das kostet 4 Euro, knapp an die 5 Euro ungefähr. Ja, und das habe ich auch gleich mitgenommen, weil eben, wie gesagt, mein kleines bald leer ist und dann habe ich das große und es hält mir auch länger. Jo. Dann, weil ich ja auch so ein kleines Verpackungsopferchen bin, ha, und die mir sofort ins Auge gesprungen sind, ich habe da auch noch eine Packung, da habe ich einmal. Also das sind eigentlich die meisten, also die, wo ich am häufigsten nehme, von BB 5 in 1 sanfte Micellentücher. Aber meistens habe ich sie in Blau, diesmal habe ich sie in Pink genommen. Ich wechsle immer mal wieder durch, schau, welche halt am besten sind. Und dann habe ich die, sind mir eben ins Auge gesprungen. Von Balea, softe Reinigungstücher, 5 ins 1, reinigt sanft, entfernt wasserfestes Make-up, schnelle Anwendung ohne Wasser, spendend Feuchtigkeit. Ich gucke halt eben momentan drauf, dass so viel Feuchtigkeit oder Pflegendes mit in meinen Produkten drinnen ist, weil ich eben auch merke, dass das meine Haut momentan braucht. Ja. Augenmild ohne Alkohol für jeden Hauttyp. Es hat irgendwie auch ein bisschen was von weihnachtlich. Also nicht vom Motiv jetzt her, aber dieses Hellgrün und Gold und so. Und ich bin ja momentan sowieso so leicht schön Weihnachtsstimmung dieses Jahr. Wobei mich das wundert, weil die letzten Jahre war ich nicht so in Weihnachtsstimmung. Dieses Jahr irgendwie jetzt schon ein bisschen so.
keine Ahnung, was da los ist. Aber okay. Ja, die haben mich eben angesprochen und dann habe ich gedacht, ich nehme sie halt mal mit, probiere sie aus. Ja, jetzt habe ich mir die zwei gekauft. So, dann kommen wir jetzt zum Make-up. Da kann ich euch die Preise meistens nennen. Die sind also um 1,95, 2 Euro, diese Tücher oder 2, 3. Teurer als 4 Euro sind sie auf keinen Fall. So. Dann fangen wir mal an. Ich habe was entdeckt. Das glaubt ihr mir nie. Ich bin natürlich... Musste ich es mitnehmen? Ihr wisst ja bestimmt mittlerweile, dass meine kleine Tochter ein totaler Minnie-Maus-Fan ist. Und momentan bringt ja, keine Ahnung, Essence, Catrice, L'Oreal, Manhattan lauter neue Sachen raus. Und naja, ich schlender halt so durch den DM, guck hier, guck da, schaue ich bei Catrice und da haben die ja eben diese neuen Sachen direkt in der Mitte, also wo es das gleich siehst, so Bam-Effekt. Und was sehe ich von Catrice? Und ich habe mir ja eigentlich erst, ich wollte ja eigentlich gar kein Make-up kaufen, weil ich habe ja erst gekauft. Aber ja, ich kann halt einfach nicht vorbei. Das ist halt mein Hobby, meine Leidenschaft, bla bla bla. Auf jeden Fall war ich bei Catrice und da war vor lauter Aufregung kann ich nicht mehr reden. Da war eben dieser Bam-Effekt. Und ich dachte, das muss ich unbedingt meiner Tochter zeigen. Jetzt passt auf. Bam. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Von Disney hat Catrice eine Mickey Mouse Edition rausgebracht. Das ist so goldglänzend von Catrice. Gibt's für Augen und aber auch für Gesicht, also so Contouring oder was das war, ja, für Contouring. Aber ich habe mir diese Augenpalette geholt. Ich war gefühlte 20 Minuten vor diesem Regal gestanden und habe mir überlegt, komm, lasse liegen, bin ich weitergegangen, dann bin ich wieder zurück. Nee, komm, kannst du nicht mitnehmen. Das Ding kostet 12,99. Echt so, die kostet 12,99. Aber jetzt passt auf. Ihr seht, ich habe sie am Ende dann doch mitgenommen. Ta-da-da-da. Erstmal hier so ein Disney. Was steht da drauf? It all started with a mouse. With a mouse? Und so sieht die aus. Spiegel und hier die Farben. Ich kann euch die mal swatchen. Dann, Moment. Ja, so sehen auf jeden Fall die Farben aus. Hammergeil. Hier sind matte Farben mit dabei. Hier sind Schimmerfarben mit dabei. Hier sind Glitzerfarben mit dabei. Die sind echt hammerpigmentiert. Echt stark pigmentiert. Also ich finde diese Palette echt Hammer. Und für diese Pigmentierung, Leute, 12,99 geht völlig klar. Ohne Witz. Finde ich echt nicht schlecht. Und ich konnte, wie gesagt, nicht dran vorbeigehen. Also musste ich sie mitnehmen. Jetzt brauche ich wieder mein Buch.
Ja, aber wenn euch die jetzt auch gefallen hat, oder vielleicht habt ihr sie ja schon, und wenn ihr sie nicht habt, aber haben möchtet, dann würde ich an eurer Stelle mich echt beeilen. Ich bin froh, dass ich sie gekriegt habe. Ich glaube, das war die letzte. Denn es ist eine Limited Edition. Und es ist sogar, stellt euch vor, meine erste Limited Edition. Da guckt da, hä? So sieht sie aus. Echt, also ich finde sie echt mega und es ist eine Limited Edition von Catrice. Also wenn sie euch jetzt gefällt und ihr sie haben wollt, kostet 12,99 beim DM. Bei Müller gibt es sie, glaube ich, auch. Nee, bei Müller habe ich sie nicht gesehen bei uns, aber beim DM. Ja, 12,99 bei DM Limited Edition, wisst ihr Bescheid. Dann habe ich mir zwei Blushes gekauft. Von Essence. Matte Touch Blush, Matte Touch Blush. Sieht so aus. Sind diese Farbe hier, das ist Peach Me Up mit so Sternchenmuster. Und dann habe ich die Farbe Bronze Me Up. Also man sieht doch schon Unterschied. Habe ich mir gekauft. 2,45 glaube ich, kosten die. Dann habe ich mir von Trend It Up Expert Pore Primer gekauft. Wenn ihr mir auf Facebook folgt, dann habe ich da schon ein Bild reingepostet mit diesem Primer. Ich dachte ja eigentlich, es ist ein Puder, aber nö, kein Puder. Das ist so ein Creme Primer. Und der kostet 3,45 bei DM. Und ganz ehrlich, ich habe den heute das erste Mal benutzt und ich muss sagen, also das war für mich persönlich war es ein Fehlkauf. Ich weiß es nicht. Ich mag die Auftrags, also dieses vom Primer her, dieses Creme, weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. Also keine Ahnung, komme ich nicht klar damit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, könnt ihr ja gerne mal kommentieren. Dann habe ich mir, sauber machen, von Terra Natur Naturkosmetik ein loses Setting-Puder gekauft. Kann ich mal aufmachen? Habe ich aber noch nicht getestet. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal in die Kommentare. Ah, schaut hier, sieht man, ich habe es noch nicht getestet. Könnt ihr mal in die Kommentare drunter schreiben, ob ich das mal mit euch testen soll. Dann mache ich das natürlich mit Schwämmchen dazu. Dann kann ich das natürlich gern mit euch tun. Leider weiß ich den Preis davon nicht mehr. Aber ich glaube um die 3,45 oder 3,95. Sowas um den Dreh war so. So, dann habe ich mir auch von Terra Natur Naturkosmetik den Bronzing Puder Golden Bronze gekauft. Den trage ich auch gerade und den habe ich auch in Facebook in mein Bild reingesetzt. Den finde ich echt gut. Der kostet 3,95 beim DM. Ich kann euch den auch mal swatchen. Seht ihr hier schon? Das ist eben Bronzing Puder. Den finde ich echt nicht schlecht und wie gesagt, den trage ich jetzt auch gerade 3,95 beim DM. Genau. Ja, wie gesagt, echt gute Quali. Kann man nicht motzen. Ich habe von Naturkosmetik noch nicht so viele Produkte, aber ja, die, wo ich jetzt habe, damit bin ich zufrieden. Dann habe ich auch noch was von Terra Natur Cosmetics und zwar den Correcting Concealer.
So sieht der aus. Den finde ich echt süß, weil der so klein ist. Grün und so beige und hellbeige. Habe ich heute auch schon das erste Mal benutzt. Und den finde ich auch echt hammergeil, weil den kann man wirklich gut verblenden und er lässt sich gut einarbeiten. Und ich bin wirklich damit sehr zufrieden. 2,95 bei DM. Sowas um den Dreh. So, dann habe ich mir noch von Catrice ein Sun Lover Glow Bronzing Puder gekauft. Schaut auch schon mega hammergeil aus, ne, oder? Auch um die 3,45, 3,95 habe ich noch nicht benutzt. In der Kamera sieht man es nur schlecht, aber der hat auch so leicht Glitzer-Schimmer-Effekt. Ich finde den Hammer geil. Ich kann euch den auch mal swatchen. Hammer, oder? Und es glitzert auch auf der Haut. Ich finde ihn mega cool. Der hat echt so Glitzerpigmente mit drin. Und auch dieses Gold, Roségold hier. Also schaut er echt nice aus, muss man sagen. Nicht schlecht, Herr Specht. So, und dann, ich bin ja auch so ein kleiner Liquid Lipstick Chunky. Und da habe ich mir, den trage ich übrigens gerade. Der ist echt ultra matt, Leute. Von Trended Up, auch in meinem Facebook-Kanal sieht man ihn. Ultra matte Lip Cream. Aber da steht nur die Farbe 015. Von daher kann ich euch zu diesem Typ nicht allzu viel sagen, außer dass er 3,75 kostet. Dann habe ich auch noch von Trended Up High Shine Lip Gloss. Da steht in die Nummer 177. Das ist so ein dunkles Lila. Komm, ich swatche euch die mal. Also das ist nochmal der Ultra Matte, den wo ich gerade trage. Aha. So. Hat so ein Applikator. Sieht so aus. Dann diesen Schein von Trended Up, High Shine. Habe ich noch nicht benutzt. Wow. Wow. Boah, seht euch mal den Applikator an. Okay. Ist eher wie so ein Pinsel. Ja, es ist, glaube ich, auch ein Pinsel. Diese Farbe. Dann auf 3,75 von Essence Cosmic Cuties Glitter Switch Liquid Lipstick in der Farbe Glittery Rose. So. Testen wir mal. Das ist diese Farbe. Finde ich auch nicht schlecht. Interessant. Und dann kommen wir zu Lipsticks.
Und zwar von Trended Up Ultra Smoky Lipstick. Die haben hinten hier so einen Pinsel, damit ihr die besser verblenden könnt. So heißt es zumindest. Hier steht auch wieder keine Farbe. Zumindest sehe ich sie nicht, sondern 040. Sieht dann von der Spitze so aus. Ist diese Farbe. Dann den gleichen in Rot. Das ist die Nummer 025. Oh, doch, der ist ein bisschen anders. Der hat hinten keinen Pinsel und den musst du drehen. Boah. Seht euch das mal an. Ich bin da immer ein bisschen so vorsichtig. Dann habe ich auch noch einmal den zum Drehen Color Protect Lip Stylo. War der rote auch. In 0,50. Sieht so aus. Diese Farbe hier. Ich bin mal gespannt, wenn ich die trage, ob die dann auch so aussehen. Und dann habe ich Ultra Smoky Lipstick mit dem Pinsel hier hinten nochmal so ein. Wenn da immer Farben draufstehen würden. 0,30. Der ist schon. Aber der ist mir beim DM runtergefallen und das war der letzte. Und ja. Aber ich fand den so mega geil, weil der so eine metallische Rose Gold hat. Ich probiere es einfach mal. Alter, der hat Glitzerpigmente mit drin. Finde ich schon mega geil. Also da bin ich echt mal gespannt. Ja, das waren meine Lipsticks, die wo ich mir gekauft habe. Die Preise weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ich bin halt so, ich schmeiß die Zettel immer weg und denke aber dann nicht so, naja, die Zettel könntest du doch mal gebrauchen oder so. Nö, weg damit. Das ist bloß Müll. Nee, aber teurer als 5. Also alles ist auf jeden Fall unter 5 Euro. Und ich habe mich jetzt anstecken lassen mit Fake Lashes. Ich sah, habe früher immer, also ich habe immer, was heißt früher noch vor einer Woche zu meinem Freund gesagt, ich werde nie Fake Lashes tragen. Ich habe Naturwimpern, die habe ich umsonst bekommen, bla 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 bla. Und jetzt gerade eben trage ich sogar welche. Aber ich mag diese mit dem Kleber nicht. Denn es gibt ja auch Magnetwimpern. Und ich habe jetzt insgesamt 5 Paar Magnetwimpern. Und also die gefallen mir eigentlich ganz gut. Damit komme ich auch echt relativ gut zurecht. Und da habe ich mir von Essence diese Lash on Lash Off Länge Magnetic Lashes gekauft hier. Das sieht auch schon, ich weiß nicht, ob man sieht, die habe ich schon benutzt. Ich lasse halt in die Verpackung. Ja, es gibt jetzt beim DM so eine Lashes-Box, wo man die Wimpern reintun kann. Aber ich bewahre sie ja weiter auf. Die habe ich mir gekauft. 5,95. Und ich habe mir dann auch noch die Volumen. Volumen.
Mit Volumen habe ich sie mir noch gekauft. Ja, habe ich noch nicht benutzt. Auch für 5,95. Und dann habe ich hier noch die von Essence Magnetic. Jetzt geht's zu Ende. Magnet. Die hier. Aber die sind nicht vom DM. Und ich habe es probiert, aber das war ein Fehlkauf. Die sind mir viel zu buschig, wie ihr seht. Also das ist ja mal voll. Ist auch Drama Lashes. Aber die sind nichts für mich. Aber die habe ich auch nicht vom DM, die habe ich von Müller. Genauso wie diese hier. Die stelle ich euch mal in einem anderen Video vor. Wie ihr seht, die sind leer, weil ich die gerade dran habe. Ja, aber die stelle ich euch in einem anderen Video vor, weil ich die von Müller habe. Insgesamt habe ich jetzt diese 5 Lashes. Und ja, ich habe sie mir halt mal gekauft zum Testen. Und da ich nur Magnet-Lashes mag, werde ich mir auch nur solche kaufen. So. Und das ist jetzt auch das Ende vom Video, Leute. Denn anscheinend kann ich jetzt nicht mehr reden. Ich habe zu viel geredet. Setzt es bei mir aus. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal einen Daumen hier da lassen. Es wird sich auch von meinen Videos her, wie ihr vielleicht schon feststellen dürftet, ein bisschen was verändern. Aber seid gespannt, lasst euch überraschen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst euch nicht stressen und bis bald.